Ja, ähnliches Beispiel wie in dem vorangegangenen Video. Ich habe jetzt extra nochmal hier Klammern gemacht, nicht, dass man da eventuell sich vertut bei diesem Abzählverfahren. N-K in Klammern und das, was da dann für eine Zahl rauskommt, dann Fakultät rechnen. Die Ausdrücke sollten ja geklärt sein. Jetzt zum Beispiel, wir haben wieder 20 Freunde. 8 kannst du mit in Urlaub nehmen. Aber diese 8 werden jetzt auf nummerierte Plätze gesetzt. Also von 1 bis 8 durchnummeriert. Von mir aus 1 ist der beste Freund, 8 ist der 8 beste Freund. Wir navigieren von Anfang an wieder. Haben wir eine Variation oder Kombination? Die Reihenfolge ist jetzt wichtig. Warum? Wir setzen auf durchnummerierte Plätze. Haben wir eine Wiederholung? Ja oder nein? Natürlich haben wir keine Wiederholung. Wiederholung würde ja heißen, wir nehmen 8-mal die gleiche Person mit. Das kann natürlich nicht sein. Also sind wir ganz schnell bei dem Abzählverfahren. Variation ohne Wiederholung. Die Sonderform ist ja nur dafür gedacht, wenn N und K gleich sind. Wenn ich hierhin navigiert habe, kann ich dieses Verfahren hier immer nehmen. Wir legen wieder fest, N 20 insgesamt. Wir suchen K gleich 8 aus, setzen entsprechend ein. 20 Fakultät durch 20 minus 8 in Klammern Fakultät.